von der dunklen Tribüne aus aber hatte Viola zugeschaut, geklatscht und gerufen: Prost, Gemeinde! Der Vorstand ist besoffen! Da hatte sich... Moment, wir müssen blättern. Ja, ihr könnt mir einen Ast abhacken und noch einen. Ihr könnt mich sogar fällen. Ich werde trotzdem frische Schößlinge treiben lassen, denn ich wurzele tiefer, als euer Gift reicht. Ihr Armen, welches Glück wäre je durch euch in die Welt gekommen? Ganz schön dicke Lippe, sagte Herr Gottlieb. Zumal für einen, dem gerade die Frau wegläuft. Sie läuft nicht weg, antwortete Herr Hopp überrumpelt. Wir sind aus unserer Liebe nur ein bisschen rausgewachsen. Sie ist schon weg, während wir hier reden, mit Sack und Pack, Kind und Kegel. Kaspar und Kasimir, abgehauen, durchgebrannt, verstehen Sie? Fucicato, winke, winke. Dazu äffte er hässlich einen Abschied nach, zog sogar sein Taschentuch heraus und wedelte damit durch die Luft wie auf dem Bahnhof. Als er aber nach Hause kam, fand Herr Hopp alles bestätigt, die Räume leer, die Schränke geplündert, selbst der äußere Schweinehund zog mit hängendem Schwanz herum und der Zettel auf dem Küchentisch las sich: Ich bin weg, plus Kinder. Kannst du mal sehen, deine Helga. Schön, das war die schönere Variante. Jetzt, ne?